Ja, moin. Willkommen zurück zu CrossCode. Wir haben den Endboss vom großen Chris Kaio besiegt. Son Goku, Jindo Jun und sein... Der Chongwal, Mr. Chungus. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh ja, wir sind natürlich Letzter. Verdammt. Hi. Spheromancer Lea, wir haben auf dich gewartet. Immerhin bin ich nicht Letzte geworden. Ja, Graskopf war als Erster hier. Wie lange hast du dort eigentlich schon gewartet? Oh, schon ein Weilchen. Das gibt's doch nicht. Nun ja, um ehrlich zu sein, habe ich den großen Chris Kaio schon mal gemacht. Was? Das ist doch offensichtlich. Dies ist nicht mein erster Crossroads-Charakter. Warum hast du denn nichts gesagt? Weil du mich in die ganze Sache hineingezogen hast. Ich dachte, es wäre euch klar, dass ich ein fortgeschrittener Spieler bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ein fortgeschrittener Spieler sich mit neuen Spielern wie Lea duelliert. True. Nun ja, es gibt nicht allzu viele Spheromancer mit passendem Level. Jedenfalls sind wir jetzt hier. Die Krone des großen Chris Kaio. Den letzten großen Tempel gemeistert. Oh ja. Hui, und dafür mussten wir lediglich einen Laffen und einen großen Wal auf einem Baum besiegen. Und jetzt plötzlich Weltraum? Sind wir wirklich so hoch? Nur eine Illusion, selbstverständlich. Wir Seeker würden ohne Sauerstoff nicht lange im Weltraum überleben. Müssen wir als Avatare denn überhaupt atmen? Rede von der Hintergrundgeschichte. Oh, richtig. Wohlan, lasst uns fortfahren. Okay. Gesandter des Wandels. Mit der Beständigkeit eines Flusses. Mit der Flinkheit eines Windstoßes. Wirst du dein Ziel erreichen. Okay. Moin. Gesandter des Wandels. Mit der Kraft einer brennenden Sonne. Mit der Unverwüstlichkeit eines Berges wirst du dein Ziel erreichen. Deine Reise hat dich an viele verschiedene Orte geführt. Von eisigen Gletschern über sengende Wüsten bis in die gnadenlose Wildnis. Nun stehst du siegreich hoch über dem Grund. Du hast die vier Elemente mitsamt ihrer Prüfung gemeistert. Du, der Reisende, der Gesandte des Wandels. Deine Errungenschaften verdienen Anerkennung. Nimm diese Form und schreite weiter gen Osten. Jawohl! Endlich die Sternform. Deine Findigkeit ist herausragend und verdient eine weitere Belohnung. Möge sie dich in deiner Stärke erheben und für kommende Herausforderungen wappnen. SP-Leiste erweitert. Okay. Möge jeder deiner Schritte den Pfad deines Wachstums ebnen. Nice! Gratulation, Seeker. Du hast nun alle vier Elemente erlangt und die letzte Prüfung des großen Chris Kaio gemeistert. Damit ist die Zeit reif für die Endphase von Operation Pfadläufer. Mit der Sternform erhältst du nun Zugang zum Saphirgrat östlich von Autumn's Fall. Suche die Höhlenherberge auf, um weitere Instruktionen zu erhalten. Geilo, nimm dies als Anerkennung für deine Verdienste entgegen. Okay? Viel Glück und bleib wachsam. Yes! Endlich die Sternform. Nun beginnt die Endphase. Warum? Weil du jetzt sämtliche Level 3 Kampfkünste lernen kannst. Duelle werden damit besonders interessant. Ach nein. Apropos. Im Ernst? Du willst ein Duell mit Lea jetzt? Nun ja, jetzt ist sicher nicht der beste Zeitpunkt dafür. Wir benötigen beide noch Zeit, uns vorzubereiten und mit all den neuen Fähigkeiten vertraut zu werden. Oh. Hui, außerdem haben wir jetzt ganz schön lange an einem Stück gespielt, oder? Es wird Zeit, dass ich mich auslogge. Das ist auch ein Argument. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das Rennen mit dir hat ziemlich Spaß gemacht. Du solltest demnächst bei Gelegenheit wieder unserer Party beitreten, Graskopf. Für dich immer noch Apollo. Ich denke darüber nach. Hui, hui. Ich logge mich jetzt aus, man sieht sich. Ja, ich auch. Bis dann, Spheromancer Lea und Pentafist Emily. Bye. Mon Dieu, was für ein Laberkopf. So, sieht so aus, als wären wir endlich soweit. Jetzt, da wir die Sternform haben, steht uns der Saphirgrat offen. Wir haben aber schon wieder eine ganze Weile gespielt. Sollen wir für heute auch Schluss machen? In Ordnung, gute Nacht, Lea. Bye.
Sie reagiert wirklich kein bisschen. Fing etwa vor einer halben Stunde an. Meinst du, das ist wegen des Zwischenfalls mit Shizuka? Das ist möglich. Das ist ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich auf diese Reaktion stoße. Ich würde direkten Zugang zum Evotar-Server benötigen, um das effektiv debuggen zu können. Kommt nicht in Frage. Gibt es wirklich keine Alternative? Da wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Sind wir das? Oder was? Guten Morgen, Lea. Hi. Hast du irgendetwas Neues in deinen Träumen gesehen? Vielleicht etwas, wovon du glaubst, dass du es kommunizieren kannst? Sorry. Das ist nicht schlimm, Lea. Wir dürfen nicht vergessen, dass es letztendlich nur Träume sind. Und Träume können verwirrend sein. Also dann, Zeit, den Saphirgrad zu erkunden. Es liegt östlich von Autumn's Fall. Erinnerst du dich? Ja. Wenn wir dort sind, nun ja. Müssen wir wohl einfach so lange die Gegend ablaufen, bis du die Orte aus deinen Träumen wiedererkennst. Wenn ich mich richtig erinnere, musst du zunächst eine Pflichtquest erledigen, um Zugang zum gesamten Gebiet zu erhalten. Es wird wohl das Beste sein, wenn wir uns erst einmal darauf konzentrieren. Ach ja, eine Sache noch. Es ist in Ordnung, die Gegend mit deinen Freunden zu erkunden. Doch sobald wir auf der Spur des Verstecks sind, müssen wir dafür sorgen, dass wir allein sind. Denn nichts davon ist in irgendeiner Form für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt. Hey! Lea, du bist auch hier? Hi! Oh, was für ein Zufall. Ich vermute mal, du hast dich eben erst eingeloggt, oder? Emily hat mir schon erzählt, wie ihr den Tempel zusammen mit Apollo gemacht habt. Das muss wirklich interessant gewesen sein. Ach, mach dir um mich keine Sorgen. Ich habe den Dungeon gerade in meinem eigenen Tempo gemacht. Das tat zur Abwechslung mal ganz gut. Jedenfalls habe ich soeben die Sternform bekommen. Wenn du also möchtest, können wir gerne zusammen zum Saphirgrad. Jawohl, okidoki. Ich sehe übrigens aufgefallen, wie faszinierend dieser Ort hier ist. Ein herrlicher Anblick, wie in einer sternklaren Nacht. Das hat mich schon immer fasziniert. Ein endloses Meer von Sternen. Oh, wenn du das siehst, wird dir allmählich bewusst, wie unbedeutend wir eigentlich für diese Welt sind. Übrigens, ich kenne ein gutes Zeichen dafür. Warte. Hey, das kenne ich. Das ist das Zeichen für Sterne. Woher kennst du das Zeichen? Hat dir das jemand beigebracht? Ich wusste gar nicht, dass du die Zeichensprache beherrschst. Oh, apropos. Du solltest mal in unserem Hauptquartier vorbeischauen. Wir haben großartige Neuigkeiten. Geh schon mal vor, wir treffen uns dort. Bis später. Machen wir den Raid weiter? Interessant. Wie kommt es, dass du das Zeichen kennst, Lea? Oder besser gefragt, erinnerst du dich daran, wer dir das beigebracht hat? Verstehe. Tja, wir könnten uns nun auf den Weg zum Saphirgrad machen. Aber es schadet vermutlich nicht, dir vorher die Neuigkeiten deiner Gilde anzuhören. Alright. Nice! Was hat die Gilde zu sagen? Können wir nicht rein? Ja, moin! Hi! Lea, Cherie, du kommst gerade richtig. Hallo, Liebes. Ich habe gehört, ihr wart auf der Krone des großen Kriskaio. Das ist ein richtig magischer Ort, was? Du schwebst hoch oben im All, triffst alle Ahnengötter auf einmal. Oui, ganz wunderbar. Jedenfalls, wir haben fantastische Neuigkeiten, Lea. Es ist Zeit für unseren zweiten Raid! Emily fällt gleich mit der Tür ins Haus, wie immer. Wer auch immer, sie hat recht. Wir haben tatsächlich eine weitere Gelegenheit für einen Raid gefunden, dank Tronny. Naja, nicht der Rede wert. Keine falsche Bescheidenheit, du hast nachgeschaut und uns Bescheid gegeben. Dieser Raid würde morgen starten und ist wieder für 6 Leute. Lukas ist im Moment nicht da, also wird Albert stattdessen mitmachen. Vorausgesetzt, du hast morgen Zeit, Lea. Natürlich hast du, ne? Lea, tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber es wäre weiser, das Angebot diesmal abzulehnen. Ich habe so einen Verdacht, weißt du? Das derzeitige Raid-System hat vermutlich eine Sicherheitslücke, die ein Dritter dazu nutzen kann, dich aus dem Raid herauszuziehen. So bist du wahrscheinlich das letzte Mal in der Familieneinöde gelandet. Und wir können es wirklich nicht riskieren, dort ein zweites Mal zu landen.
Gerade jetzt, wo wir kurz davor sind, die Orte aus deinen Träumen aufzusuchen. Bei dem Raid mitzumachen wäre also äußerst riskant. Ja? Moment. Du willst nicht mitmachen? Warum? Liebes, kann es sein, dass du darüber besorgt bist, was beim letzten Mal passiert ist? Ach komm schon, das war wahrscheinlich nur ein dummer Zufall. Ich bezweifle stark, dass das nochmal passieren könnte. Ach Mann, schade. Aber was willst du machen? Raids machen keinen Spaß, wenn man jemanden dazu nötigen muss. Du hast wohl recht. Da hast du wohl recht. Wir sollten Leas Entscheidung daher respektieren. Einverstanden? Na gut, wenn du wirklich nicht willst. Naja, ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh nach allem, was passiert ist. Schon okay, ich bin sicher, dass es noch weitere Gelegenheiten geben wird. Hui, das hoffe ich doch. Ich möchte wenigstens einen Raid bis zum Ende mit dir durchziehen, Cherry. Also gut, dann steht als nächstes der Saphirgrad auf dem Programm. Oh, gut, dass du das erwähnst. Du wirst den Saphirgrad lieben, Emily. Das meinst du damit? Och, nichts. Wie auch immer, ich werde da mal gehen. Sag mir Bescheid, wenn du eine Party machen willst. Dito, wir sehen uns. Mach's gut, Liebes, und pass auf dich auf. Tut mir leid, Lea. Party. Party, Party, Party. Bam. Bam. So. Moin. Jetzt ist halt die Frage. Unsere Ausrüstung ist halt scheiße, ne? Ach, wir gehen mal. Komm. Gehen wir mal. Einfach weiter und da wird es dann neues Dings geben, oder? Neues Zeug. Hoffe ich doch. Oh, okay. Hier kann man nicht hoch. Oh. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, wie man da hinkommt. Müssen einmal hier hoch, dann über die Brücke springen und dann von oben irgendwie hin. Holzbrücke. Meh. Wie sie immer auf Dings abgeht, ey. Damn, auf Laserbrücken. So. Bada. Hier hoch. Yes. 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 Jawohl. Episches Metall. Klingt doch gut. Kann man auch noch lang, wa? Nope, kann man nicht, okay. Kampf. Nee, doch nicht. Moment. Nee. Aha. Ach so. Na, einfach rüber. Natürlich kann man da einfach rüber. Ah. Ich glaube nicht, dass man das so machen soll. Aber egal. Bin ich zurückgegangen. Nee.
Ach so. Das ist höher, das Ding hier. Ah. Das hat man, sieht man oft sehr schlecht, meiner Meinung nach. Habe ich ja schon öfter gesagt. Da 4 Grad. Oh. Oh. Muss der Saphir Grad sein. Ein äußerst mysteriöser Ort, was? Scheinbar ist es hier den ganzen Tag über Nacht. Ignorieren wir besser all die Auswirkungen, welche das auf das gesamte Ökosystem hier hätte. Hui, denk nicht zu viel drüber nach, du kleiner Nerd. Moment. Was ist das dort drüben? Ein Käfer. Bitte, bitte sag mir nicht, dass es das ist, was ich glaube, dass es ist. Ah, Käfer. Meinte der eine auch vorhin. Okay. Bitte lass es gut sein, lass es einfach ignorieren und weitergehen. Warum greifst du die Käfer an, Lea? What the hell? Samurai-Käfer! Au! Aua! Alter, ich habe gar nicht gesehen, dass er so viel Schaden macht. Holy shit, okay. Den lassen wir erstmal in Ruhe, den Jungen. Oh, hier kann man durch. Okay. Vanille-Eis. Da kann man nicht hoch. Okay. Und hier irgendwo hoch, hä? Müssen den noch wegklatschen, ey. Alter! Konter! Jawohl! Nein, ich wollte... Hä? Ich wollte das machen. Ich wollte dich aufschlitzen. Autschi. Okay. Damn. Die Käfer sind krass. Kann ich hier rein? Ja. Oh. Hello. Ja. What? Nee. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Danke. Jo. Kann man noch... Ja. Minut. Jawohl. Gold Baron. Okay. Geil. Aber hier kann man nichts machen. Okay. I don't get it. Na gut. Wir sind endlich im Saphirgrad angekommen. Oh ja. Und genau den werden wir weiter erkunden in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut. Tschüss.